Das hört sich selber an wie im Stadion, ja. Ich bin tatsächlich, ich bin 10 Minuten zu Hause. Ich bin, wie Gott mich schuf, wie ich im Stadion war, so bin ich jetzt auch hier tatsächlich in den Stream gerade reingeschneit. Auswärtsfahrten mit dem FC Schalke 04 sind unfassbar Wolf. Unfassbar belohnt, macht sehr viel Spaß. Ich kann euch das allen weiterempfehlen. Für diesen Haufen Scheiße sich 6 respektive 7 Stunden mit Hinweg, weil wir aus Mainz losgefahren sind, sich dafür ins Auto zu setzen, boah, da muss man schon wirklich heftig lebensmüde für sein. Da muss man wirklich schon so ein hässlicher Haufen Scheiße wie ich sein und sich denken, boah, ich habe richtig Bock, mein Wochenende mal kerzengerade gegen die Wand zu fahren. Ja, und es gibt hier gar kein, wir leiten ein und wir sprechen über das Spielgeschehen. Ey, ganz im Ernst, ich bin wirklich an dem Punkt, I'm fucking done, Alter. Ich bin mit all diesen done. Ich bin einfach fertig mit denen. Die können privat alle die nettesten Typen sein. Da spreche ich niemanden von denen ab. Und das muss ich ja einmal als Disclaimer sagen. Aber was die da mit unserem Verein machen, ist eine Frechheit. Das habe ich nicht, also das habe ich noch nie gesehen und das habe ich auch so nicht kommen sehen. Wirklich. Die eine Sache ist wirklich, sich in der ersten Liga abschießen zu lassen. Da sage ich, okay, wenn du mal 6 Stück in München fängst. Aber sich 3 zu 0, und das sage ich bei allem Respekt, wirklich bei allem Respekt, hier werden Karlsruhe im Chat sein, sich 3 zu 0 von Karlsruhe zu lassen und wirklich zu lassen. Ich nehme das Wording, weil es so war, sich zu lassen und sich wirklich mit Anlauf in die dritte Liga zu begeben. Da muss ich jeder Einzelne hinterfragen. Und jetzt sprech es auch endlich mal aus, was ich hier schon seit 4 oder 5 oder 6, 7 Wochen auf den Lippen habe. Es kann ja nicht sein, dass da ein Thomas Reis sitzt, dass da ein Karel der Gerät sitzt und ein Matthias Kreuzer und auf einmal wieder Mike Büskens, Asamoah sitzt da auch, keiner weiß, was seine Aufgabe ist, außer alles halbe Jahre mal zu weinen und dann sitzt da halt Asamoah, der weint und oh, der fühlt den Verein so toll, ja, dankeschön. Digga, schmeiß doch mal bitte die ganze Vereinsführung raus, jetzt mal ohne Spaß. Also wirklich, dass Peter Knebel da noch sitzt und irgendwas zu sagen hat, da krieg ich wirklich so einen Hals. Ich bin dankbar, dass er heute kein Interview gegeben hat oder ich habe noch nichts davon mitbekommen. Beides macht mich gerade glücklich. Das ist für mich das positivste Erlebnis dieses Tages. Wie man das Ding so gegen die Wand fahren kann, das habe ich nicht kommen sehen, ehrlich. Und da ist nicht nur, ich mach jetzt erstmal die Klimaanlage an, weil ich krieg jetzt schon todroten Kopf hier. Wirklich, ich kann es nicht mehr, Alter. Ich kann es nicht mehr. Es fuckt mich so heftig ab, Digga. Es ist jede Woche die gleiche Sch. Die spielen wie der lustloseste, schlechteste Haufen, den es überall gibt, aber nachher reden und Interviews machen. Können sie alle. Digga, geh doch nicht zum Interview hin. Wenn du Scheiße spielst, seit Wochen, Timo Baumgartl, es tut mir leid, Digga, aber du bist der Letzte, der reden sollte. Der Allerletzte. Du kritisierst öffentlich einen Trainer und sagst, das System ist Scheiße. Hast du mal drüber nachgedacht, dass du vielleicht selber bist? Ich geb den bitte allen Interviewverbot. Es macht mich so wütend, wirklich, was wir da für Schrott eingekauft haben, dass ein Paul Seguin die Nummer 7 von Raúl trägt. Digga, das macht mich geistig fertig. Und ich will hier gar nicht irgendwie, da fangen wir nicht mit an, ja? Ich will hier gar nicht einzelne, ich habe jetzt ein paar Namen genannt, aber ich will hier gar nicht irgendwie einzelne Spieler rauspicken und sagen, der ist schuld, der ist weniger schuld. Digga, das ist mir alles scheißegal, weil ich glaube, jeder weiß von denen, dass der gerade ist. Ich glaube, das sollte jedem Einzelnen von denen bewusst sein. Aber wisst ihr, was mich einfach abfuckt? Und man kann über die Truppe letztes Jahr auch sagen, was man will. Man kann über die Hinrunde sagen, was man will. Da waren wir auch bodenlos. In der Rückrunde wurde es ja besser. Aber da habe ich wenigstens zu einem großen Teil Spieler auf dem Platz gesehen, den du angesehen hast, dass denen das wichtig ist, was mit dem Verein passiert. Das sehe ich dieses Jahr nicht. Und das bringt mich in die Verfassung, in der ich hier gerade sitze. Ja, wir können ab morgen gerne wieder sachlich über Fußball diskutieren. Dann fahre ich einen Gang runter. Aber ich bin 5 Stunden im Auto gewesen, komme von dieser Scheiße wieder und mir steht's wirklich bis hier oben. Mir steht's wirklich bis hier oben, Alter. Ohne Spaß. Also ich kann es mir nicht mehr angucken. Mir tut das einfach leid. Mir tut das einfach leid, weil ich weiß, was nächste Woche passiert. Da kommen wieder 60.000 geistig Behinderte nach Gelsenkirchen und supporten diese Drecksmannschaft noch. Die gehen noch ins Stadion. Die bringen dem Verein noch Geld. Dafür, dass die sich diese Scheiße reinziehen. Das macht mich so sauer. Das tut mir so leid, Alter. Wer will denn gerade unter 10 Jahre, 12 Jahre Schalke-Fan werden? Digga, bei Gott, wer Duisburg-Fan? Wer Essen-Fan? Weiß ich nicht. Es tut sich doch keiner an. Gegen Hannover werden wir wieder. Es macht mich so sauer, Alter. Das ist so ein großer Verein. Und ja, die geilen Zeiten sind vorbei, okay. Aber ich kann bitte erwarten, bitte, dass wir uns nicht in der zweiten Liga bis auf die Knochen blamieren. Ohne Spaß. Ich habe ja wirklich mit der ganzen Champions League, Euroleague und wie die ganze Kacke heißt, dass wir mal im DFB-Pokal eine Runde weiterkommen. Da habe ich ja wirklich, ich habe mit allem abgeschlossen, wirklich. Ja, mit dem europäischen Topfußball, das ist für mich eine andere Hemisphäre. Sollen die da machen, Alter? Ihre 100, 200 Millionen ausgeben, ne? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Aber in der zweiten Liga
auf Platz 16 stehen, 5 Punkte Rückstand auf die 15. Halleluja, Alter. Das muss man erstmal schaffen. Das muss man wirklich erstmal schaffen, Alter. Da sage ich herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. 22. Oktober 2023. Schalke 04 hat es innerhalb von 2 Jahren geschafft, dass die 2021er Versagermannschaft in den Schatten gestellt worden ist. Diese Mannschaft ist ja noch beschissener. Das musst du mal ausdenken, Alter. Ey, so blutleer. Null Einsatz. Nichts. Das ist ein Skandal. Wirklich. Für diesen Verein, dass die unser Trikot tragen. Ich kauf den scheiß Merch auch noch. Zahl 600 Euro für, weiß ich nicht, 10 Fanshop-Scheißprodukte. Und die kommen nach 8 Wochen an. Das musst du mir überlegen. Digga, ich hab mir ein Trikot geholt. 4 Stück oder so. Neue Felddienst-Trikot. Mit einem Ärmelsponsor drauf. Bevor das Trikot bei mir zu Hause war, ist der Ärmelsponsor schon pleite gegangen. Dankeschön. Super Arbeit. Weitermachen. Ey, du musst dir das mal überlegen. Du musst dir das wirklich mal überlegen. Wenn eine Mannschaft mal 3-0 baden geht, weil die klinisch tot ist, sag ich, okay, das ist scheiße, aber das kann passieren. Sollte nicht passieren. Es kann aber passieren. Aber Bro, unter einem neuen Trainer, das erste Spiel unter einem neuen Trainer, Karel Geratz, bitte ruf den goldenen Satz, wenn du deutsches Fernsehen schon mal gesehen hast. Schrei einmal ganz laut, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ey, das ist ja krank. Karel, der Gerät, erzählt eine Woche lang. Ah, we are looking for a winning mentality. And I see good things and a good structure and important for me is a winning mentality. Da kommt er dahin in Karlsruhe und stellt erstmal nach 20 Minuten fest, ja, Scheiße, Digga, meine Mannschaft hat aber eine Mentality. Was soll ich denn damit anfangen? Digga, das erste Spiel unter dem neuen Trainer und die laufen da rum, als würden die gegen den Trainer spielen. Das musst du dir mal überlegen. Das war nicht das letzte Spiel von Thomas Reis, bevor der entlassen worden ist. Das war das erste Spiel unter einem neuen Trainer. Und die stellen sich dahin, als wäre 33. Spieltag und die stehen auf Rang 11. Ey, Bro, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mach den Verein zu, wirklich. Mach ihn zu. Mach ihn zu. Wofür tue ich mir das an? Ich bin nur noch sauer. Wofür bin ich für so eine Scheiße Fan geworden? Ehrlich. Für so eine Scheiße, dass ich einen Verein habe, wo ich mich mit keinem Spieler, keinem Vereinsverantwortlichen identifizieren kann? Das Einzige, was ich noch mit Schalke verbinde, ist, sich mit ein paar Jungs ins Stadion zu stellen und ein Frustbesäufnis zu starten und bis zu 20 Minuten ein paar Lieder zu singen. Weil danach stellen wir eh den Support ein. Und ich sag dir ehrlich, ich kann's verstehen. Ich sing doch nicht für die Idioten da unten. Wofür denn? Ey, Bro, die aktive Fanszene tut mir so leid. Die fahren da mit irgendwelchen Bussen, mit Sonderzügen hin, ja, schleppen da 25 Fahnen hin, überlegen sich irgendwas, ja, machen teilweise Choreos oder sonst irgendwas und werden... Wirklich. Der Transfersommer ist vorbei. Wir haben nicht die besten Leute geholt. Wir machen jetzt nicht nochmal das große Thema auf. Transferpolitik. Lass mal einfach mal. Haben wir genug drüber gesprochen? Okay? Genug. Aber ich muss doch von einer Mannschaft erwarten können, dass die sich wenigstens aufopfert. Mehr verlange ich gar nicht. Ich werde in meinem Leben nicht mehr verlangen, dass Henning Matriciani 8 Übersteiger hintereinander macht und vom gegnerischen Strafraum bis zum eigenen Strafraum, andersrum, ein Dribbling startet. Oder ein Kuzuki oder wer auch immer. Ja, ist jetzt kein gezielter Name, könnt ihr alle nehmen. Das erwarte ich von dem Team nicht. Ich will einfach nur sehen, und es hört sich jetzt so doof an, aber ich will einfach nur sehen, dass sie zumindest ein bisschen Bock haben, Fußball zu spielen und ein bisschen Bock haben, für diesen Verein zu spielen. Weil das sehe ich aktuell wirklich bei den aller wenigsten Spielern. Ey, das ist Wahnsinn, da stehen die vor der Kurve, werden ausgepfiffen, die Ultras müssen die erstmal eine Minute lang ranwinken. Von wegen, jetzt kommt mal hier vor unsere Augen. Nicht hier 10 Meter Sicherheitsabstand. Und dann gucken die sich da gegenseitig an. Oh, sollen wir jetzt? Oh, nee. Na gut, hier ist ja kein Arena-Ring, hier ist ja Wiese. Ja, komm, gehen wir mal. Ey, das ist ja geisteskrank. Also wirklich, ist ja alles im Arsch. Es ist ja alles im Arsch. Sag ich dir so, wie es ist. Das ist ja komplett im Arsch. Das ist jetzt das vierte Spiel hintereinander, wo der Support mitten im Spiel eingestellt wird. Ich kann es ja sogar verstehen. Ich weiß, wie ihr das seht, aber ganz im Ernst, würdet ihr sowas anfeuern? Weil ich dann von ein paar Leuten gesehen habe, schlechte Fanszene oder sonst irgendwas. Die fahren denen überall hinterher. Die haben letztes Jahr mit Abstand die meisten Auswärtsfans durch die ganze Bundesrepublik gefahren. Für so eine Kacke. Also irgendwann reicht's halt auch mal. Irgendwann reicht's. Und Schalke-Fans sind ja eigentlich behindert, Digga. Die sind behindert. Die schweigen 40 Minuten lang. Dann haut Tobi Mohr irgendwo einen Ball irgendwo hin. Da gibt's eine Ecke. Da sind die auf einmal wieder da für 2 Minuten. Ihr müsst ja gar nicht viel machen. Ihr müsst ja gar nicht viel machen.
Ey, aber das ist Wahnsinn. Karlsruhe hat mit uns Fußball gespielt, als wären wir barfuß Bethlehem und Karlsruhe wäre Bayern München. So sah das Spiel aus. So sah das scheiß Spiel aus. Ey, Bro, bei allem Respekt vor Karlsruhe, ne? Das muss man fairerweise auch mal sagen. Die haben wirklich ein Bombenspiel gemacht. Das muss man wirklich sagen. Karlsruhe hat ein geiles Spiel gemacht. Die haben super schön Fußball gespielt. Bei allergrößtem Respekt. Ich habe vorher nicht viele Karlsruhe-Spiele gesehen. Ich kann nicht beurteilen, warum ihr da auch so tief unten drin gesteckt habt. Für mich habt ihr heute so ausgesehen wie eine Mannschaft, die auf jeden Fall weiter nach oben gehört. Aber de facto spielt da der 14. gegen der 16. Und der 14. frisst den 16. auf. Der 14. zeigt 90 Minuten lang. Du bist bei mir zu Hause und hier f***e ich. Du pisst mir nicht an meinen Baum. Das ist mein Baum, Digga. Und das kann's einfach nicht sein, Alter. Und da muss ich auch mal wirklich Peter Knebel, Hechelmann und wie die ganzen Versager heißen, da muss ich sie mal wirklich hinterfragen, okay? Also folgendes. Jetzt sind wir doch wieder bei Transferperiode. Folgendes, okay? Wir holen also die letzten 3 Jahre gefühlt keinen einzigen Fußballspieler. Wir holen die Malocher, die sich für den Verein aufopfern. Ja? Scouting-System bei uns, sprich Deutsch, hab ich irgendwo im Handy und, ey, kannst du den mal anrufen? Unser Scouting-System, herzlichen Glückwunsch. Bis auf 1, 2 Ausnahmen. Ja? Die können malochen. Die können kämpfen. Digga, Lack, willst du mich eigentlich verarschen oder was? Wer kämpft denn von denen? Also bei Paul Seguin habe ich das Gefühl, sein allergrößter Kampf ist, morgens aufzustehen und zum Training zu gehen, wie man hört. Na Halleluja, da hast du ja einen richtigen Kämpfer geholt. Einen richtigen Malocher. Super. Toll. Na echt geil. Marius Müller ist ein Kämpfer. Der kämpft gerade mit der Reha. Nice. Cool. Ist der einzige gute Spieler diese Saison. Und Asano Hidraogo, der ist halbwegs talentiert, der geht am Ende des Jahres für 7 Millionen nach RB Leipzig. Na, geile Sache. Wirklich. Cool. Ja, das ist nice. Das ist wirklich nice. Simon Terodde kämpft noch ein bisschen. Der kämpft aber am allermeisten damit, dass er überhaupt mal irgendwann einen Ball bekommt, den der verarbeiten kann. Hatte Simon Terodde heute einen Ballkontakt im Strafraum? War der einmal in der Situation abzuschließen? Wahnsinn, Digga. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich, Alter, heilige. Müssen wir noch irgendwas abarbeiten? Müssen wir noch irgendwas erzählen? Haben wir alles abgearbeitet? Ey, Digga, guck einfach auf die Tabelle, das macht mich so sauer, Alter. Ich guck einfach auf die Tabelle, das macht mich so geisteskrank sauer. Das macht mich so geisteskrank sauer. Guck einfach auf die scheiß Tabelle. Wir haben 5 Punkte Abstand. 5 Punkte Abstand. 5. Auf 15. Ey, ich bin so am Ende wirklich mit diesem Verein. Ich bin so am Ende. Das macht mich so wütend. Ganz im Ernst, können wir die nicht einfach insolvent gehen lassen und dann einfach FC Gelsenkirchen 04 neu gründen und in der Kreisliga anfangen? Ausgliedern, Digga, verpisst euch doch mit diesem Ausgliedern. Was wollt ihr denn jetzt ausgliedern? Soll ich jetzt wieder den Pferdevergleich von vor 2 Jahren machen? Der ist treffender als jemals zuvor. Ich gebe ihn euch gerne nochmal, okay? Ich gebe ihn euch gerne nochmal. Ich habe ihn ungefähr noch im Kopf. Macht die Augen zu. Ich mache Emote only, damit niemand die Pointe spoilert, okay? Also, Ausgliederung Schalke 04. Ihr seid bei einem Pferderennen, okay? Ihr seid bei einem Pferderennen, so. Könnt ihr immer auf ein Pferd setzen. Guckt euch die Pferde an, die da rumlaufen. Ganz vorne, Digga. Krankes Pferd. Ich schwör's euch. Solche Haxen. Überrangt. Gestriegelt. Seiten sogar frisch. Brachiales Pony. Topgeschwindigkeit. 45 km/h. Der FC Bayern München. Okay? Nächstes Pferd. Ein junges Pferd. Manchmal ein bisschen unbeholfen. Nicht ganz so konstant. Aber bringt schon die PS auf die Straße. Man munkelt. Könnte nochmal irgendwann besser werden. Borussia Dortmund. So. Dann gibt's da so einen reichen Sohn, Digga, den keiner da haben will. Der hat sich auch ein Pferd geholt. Komplett overpowered. RB Leipzig. Dann gibt's da so ein Pferd. Man weiß nicht ganz genau, wie man die einschätzen soll. Auch immer so up and downs. Mal gut, mal schlecht. Aber am Ende des Tages muss man sagen, qualitativ hochwertiges Pferd. Stabil. Bayer Leverkusen. Noch so 1, 2, 3, 4 kleinere Pferde, die sich da so ein bisschen reingemogelt haben ins Turnier. Aber man denkt sich, okay, ey, die machen es eigentlich ganz gut. Die sind da jetzt nicht ganz vorne beim Rennen mit dabei, aber ey, so, ne? Ist okay. So Heidenheim, Darmstadt, Bochum, stabil. Und dann gibt's da ein Pferd, ne? Krebsgeschwüre überall. Ein Bein. Digga, links, rechts hängen die Organe raus. Kann nicht laufen. Keiner weiß, warum er mit dem Pferd überhaupt antritt. Und du stellst dich davor und sagst, hey, wer will mein Pferd? Setzt all dein Geld auf dieses Pferd. Kauf es. Mega Ding. Und das ist Schalke. Und herzlich willkommen beim Pferderennen, Digga. 2 Jahre später, der gleiche Vergleich. Er trifft besser als je zuvor. Also bei Gott, mach bitte keine Ausgliederung. Was willst du denn ausgliedern? Was willst du denn da verkaufen? Was willst du denn dich da fremdfinanzieren lassen? Kommt einer hin, sagt, ich würde gerne dein neuer Hauptsponsor werden. Peter Knebel geht ans Telefon. Ja, da denke ich jetzt mal 2 Wochen drüber nach. Oh, wo ist mein Rucksack? Oh. Ja, wegen der Sponsorgeschichte? Nee?
Finanziell liquid, ja? Ach so, Insolvenz steht im Raum. Ne, machen wir. Ist kein Problem. Ja. Wie viel? Überweist mir 6,50, kann ich mir einen Döner holen. Ja, alles klärchen. Jo, Kussi Bussi, ciao, ciao. Ja, wirklich, meld einen Scheißverein ab, Alter. Zwischenfazit. Wir haben in dieser Saison nach 9 Spielen, sind es mittlerweile 10, 4 Torhüter in der Kiste gehabt und 3 Trainer auf der Bank. Digga, jedes 2,5. Spiel sitzt, also steht ein neuer Keeper zwischen den Pfosten. Und jedes 3. Spiel ein neuer Trainer. Babamäßiger Schnitt. Super. Wie fandet ihr das Comeback von Ralf Herrmann? Muss ich sagen, auch nochmal Props an seinen Berater. Da hat er zu Recht vor ein paar Wochen die Fresse aufgemacht. Ralf Herrmann ist ja eh und je einfach die Sicherheit in Person. Ey, Mann, diese Spieler, die sind alle so gut im Reden, ne? Die Spieler sind eigentlich genau auf dem gleichen Stand wie ich. Große Schnauze, viel reden, können wir. Auf dem Platz selber performen, bin auf dem Sch. Ich bin quasi eigentlich der perfekte Schalke 04-Spieler. Ich trinke Felddienst, ich bin treu, hab den Merchandise an, laber die ganze Zeit und kann keinen Fußball spielen. Ich bin eigentlich perfekt. Ich will von mir selber sagen, ich bin Malocher und treu und kann mich mit dem Verein identifizieren. Ey, ich muss es wirklich mal sagen. Ich muss es wirklich mal sagen. Das ist mir wirklich nochmal wichtig. Ich hab privat gegen niemanden was. Wirklich, es ist gegen keinen, und ich hoffe, ihr glaubt mir das, und ich hoffe, es kommt jetzt nicht so rüber, als wäre es geheuchelt, aber ich habe privat, egal ob es ein Vereinsverantwortlicher ist, egal ob es ein Spieler ist, ich habe gegen niemanden von denen was. Aber die Leistung ist einfach die heftigste Sch, die ich mir seit langer Zeit reinziehen musste. Das ist wirklich einfach nur ganz, 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 ganz krass traurig. Und das müssen sich all diese Verantwortlichen, all diese Spieler müssen sich das anhören. Das ist verrückt, Alter. Was sagst du zu Hansen, der war U19-Kapitän auf Schalke und spielt jetzt jedes Spiel in Paderborn? Bro, das zieht sich doch so durch. Ihr müsst euch mal überlegen, was für Spieler, die auf Schalke ausgebildet worden sind, alle in der zweiten Liga rumlaufen. Und ich spreche jetzt nicht von solchen Spielern wie Teuchert oder so, weil das wäre ein bisschen fies oder auch Platte, weil das sind Spieler, die hast du vor Jahren aussortiert, als dein eigener Anspruch wirklich noch deutlich höher war. Ich spreche jetzt von den Spielern aus den letzten 2, 3 Jahren, wo gesagt worden ist, ja, die sind für uns zu. Und jetzt, also, I'm sorry, aber kann mir mal bitte einer erklären, was wir da mit Timo Becker für ein falsches Spiel getrieben haben? Wir verleihen Timo Becker in der Zweitligasaison, ja? Damit er Spielpraxis sammelt im Winter. Dann wird dem Jungen erzählt, ey, sammel Spielpraxis, dann kommst du im Sommer wieder, wir planen mit dir. Dann steigen die auf, der Junge kommt zur Aufstiegsfeier, trinkt sich da einen rein, wird abgekultet, ey, Timo Becker, so geil, obwohl der ausgeliehen ist, der kommt zur Aufstiegsfeier, wie krass lebt der den Verein, genau sowas brauchen wir. Hat eine ordentliche Zweitligasaison gespielt. 3 Tage später wird ihm gesagt, jo, kannst du dir einen neuen Verein suchen. 14 Monate später, Timo Becker steht mit Holstein Kiel auf dem Aufstiegsplatz, hat getroffen und wir stehen auf Tabellenplatz 16. Ist doch geil, oder? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Stand jetzt, glaube ich. Ich glaube, dass wir die Klasse halten. Ich traue es der Mannschaft zu. Ich traue der Mannschaft nämlich tatsächlich zu, noch ein bisschen besser zu sein als Osnabrück und Braunschweig, weil die sind auch wirklich gefährlich scheiße. Aber wir müssen halt noch eine dritte Mannschaft finden, die sich hinter uns stellt. Wir sind jetzt tatsächlich gerade wieder in der Erstligasituation. Die Erstligasituation war folgende: Es geht einfach nur darum, 3 Mannschaften zu finden, die sich hinter uns platzieren. Weiß ich nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass Wiesbaden noch so ein bisschen rein scheißt, aber die haben jetzt, ja gut, Osnabrück ist ja auch Kacke, ne? Weiß ich nicht. Rostock, De Bock, 4 Siege schon. Ja, zur Not machen wir Relegation. Ja, Deutsche Bielefeld. Ich habe heute, ne, das müsst ihr euch mal überlegen, das habe ich auch getweetet und bei mir auf Instagram rausgehauen. Ich habe heute mal nachgeschaut und ja, ich weiß, da gibt es anscheinend irgendwelche Apps für. Ich habe es jetzt einfach so mit Apple-Notizen gemacht. Ich habe mir mal ausgerechnet, bei wie vielen Spielen und bei welchen Spielen ich in den letzten 5 Jahren im Stadion war. Es waren knapp über 100, ich glaube 110 oder 102, irgendwie sowas. Alleine 28 dieses Jahr, guter Grind. Und alleine an den Spielen von Schalke erkennt ihr diesen Downfall so krass. 2018, Schalke Lok Moskau Champions League 1-0, Schalke Nürnberg 5-2, Schalke Galatasaray Champions League 2-0, Schalke Bayern 0-2, Schalke Porto Champions League 1-1, 2023, St. Pauli Schalke 3-1, Karlsruhe Schalke 3-0. Hamburg Schalke 5-3. Bayern Schalke 6-0.
Schalke Bremen 1-4. Schalke Rostock 3-4. Schalke Union 1-6. Schalke Hoffenheim 0-3. Schalke Freiburg 0-2. Schauen wir mal, was es gegen Hannover wird. Ich werde wahrscheinlich im Stadion sein. Ich werde mich beruhigen. Die Mannschaft hat nächstes Wochenende wieder meinen Support. Und heute müssen einfach mal alle Verantwortlichen damit leben, dass aus Gelsenkirchen und Umgebung kollektiv über die abgekotzt wird. Das muss man aushalten können, wenn man so Scheiße fabriziert.